WM-Qualifikation, 0 Nummern für Daum mit Rumänien und England. Christoph Daum hat seinen zweiten Sieg als Nationaltrainer der rumänischen Fußballnationalmannschaft verpasst. Köln Christoph Daum hat seinen zweiten Sieg als Nationaltrainer der rumänischen Fußballnationalmannschaft verpasst. Der 62-Jährige kam mit der Trikolorie in Kasachstan nicht über ein 0-0 hinaus und ließ nach dem 1-1 gegen Montenegro zum Auftakt erneut wichtige Punkte in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland liegen. Auch England kam in Slowenien nur zu einem 0-0. Rumänien hat in der Gruppe E nach 3 Spieltagen 5 Zähler auf dem Konto und fiel auf Platz 3 zurück. Neuer Spitzenreiter ist mit 7 Punkten Montenegro nach einem 1-0 in Dänemark. Polen mit Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski liegt nach einem 2-1-0 gegen Schlusslicht Armenien punktgleich auf Platz 2. Bayern-Star Lewandowski traf erst in der 5. Minute der Nachspielzeit zum Sieg. Rooney mit schwacher Leistung. In der Gruppe F blieb England, das bis zur 73. Minute ohne seinen formschwachen Kapitän Wayne Rooney agierte, nach dem 1-0 in der Slowakei und dem 2-0 gegen Malta weiter ohne Gegentor und führt mit 7 Punkten nach wie vor das Klassement an. Platz 2 belegt Litauen nach einem 2-0 gegen Malta vor den punktgleichen Slowenen 5 und Schottland 4, das in der Slowakei 0-3-0-2 verlor. Deutschlands kommender Gruppengegner San Marino hat in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland in der Gruppe C seinen ersten Treffer erzielt. Der Fußballzwerg, der am 11. November Weltmeister Deutschland empfängt, unterlag dennoch in Oslo 1-4-0-1 gegen Norwegen, das nach Niederlagen gegen die DFB-Auswahl 0-3 und Aserbaidschan 0-1 seinen ersten Sieg feierte. Aserbaidschan auf Playoff-Kurs. Norwegens zuletzt hart kritisierter Nationaltrainer Per Mathias Høgmo dürfte nach dem Pflichterfolg zunächst ein Stück aus der Schusslinie geraten. Davide Simancini per Eigentor, 11., sorgte für die Führung des Hausherren, Mattia Stefanelli, 54., traf dann für die Gäste zum Ausgleich, was in den sozialen Medien ausgiebig bejubelt wurde. Adama Diomande, 77., Martin Samuelsen, 82., und Joshua King, 83., sorgten dann aber noch für einen standesgemäßen Sieg der Skandinavier. Überraschend gut im Rennen liegt nach wie vor Aserbaidschan, das nach dem 0-0 in Tschechien mit 7 Punkten hinter dem souveränen Tabellenführer Deutschland Platz 2 belegt und damit auf Playoff-Kurs ist. Aserbaidschan trifft am 11. November auf den Tabellendritten Nordirland, 4, und kann dann den zweiten Rang weiter festigen.